Mit großer Spannung hatten die Fans auf das Konzert der Band Gleis 8 gewartet, das am vergangenen Freitag im Konzert- und Ballhaus Neue Welt über die Bühne gehen sollte. Sollte, das ist die richtige Bezeichnung, denn leider wurde das Konzert kurzfristig abgesagt. Wir sagen Ihnen warum. Die Technik war auf der Bühne in der Neuen Welt aufgebaut und auch unser Team war vor Ort, um vor dem Konzert ein Interview mit der Band zu führen, als es plötzlich hieß, das Konzert ist abgesagt. Wir sind jetzt in der Neuen Welt und alle warten gespannt auf den Konzertbeginn von Gleis 8. Es findet leider nicht statt. Erzählt mal, was ist passiert? Das ist eine ganz blöde Geschichte und es tut uns furchtbar leid, aber man kann nichts machen. Unser Schlagzeuger Manne, der ganz wichtig ist natürlich, weil ohne Schlagzeug geht's nicht, hat sich beim Ausladen aus dem Bus, also wir waren alle schon hier, leider einen Bandscheibenvorfall zugezogen und kann sich jetzt nicht mehr bewegen. Und das ist blöd beim Schlagzeugspielen. Wir wollen trotzdem die Chance nutzen und kurz mit euch ins Gespräch kommen. Gleis 8. Wie viel ist von Rosenstolz in Gleis 8 wiederzufinden? Ich würde sagen, meine Stimme. Ja, die konnten wir leider nicht ändern, die Stimme. Nee, nee, aber klar, die Stimme macht da ja ganz viel klar und erinnert dann auch sofort dran. Aber sonst versuchen wir eigenständig unser Ding zu machen. Es ist ja eine bewegende Geschichte, wenn man so ein bisschen die von Gleis 8 liest. Ja, wir sind jetzt nicht vom Glück geküsst. Das ist richtig. Aber das, denke ich mal, wird sich in den nächsten Jahren ändern. Hoffentlich, ja. Eure Ziele. Deutsch wird sicher weitergesungen und die Inhalte, das neue Album oder die Tour heißt ja Endlich. Und was verbindet sich für euch mit Endlich? Es hat halt zwei Bedeutungen. Die vordergründige, ein bisschen oberflächliche ist, dass wir endlich jetzt auf Tour sind, dass das Album fertig ist, dass endlich wieder die können, eigentlich gesund sind bis auf heute. Und natürlich auch die Feststellung, dass nichts auf der Welt unendlich ist und eben Leben auch nicht. Dann wünschen wir euch alles Gute und vielleicht wird ja das Konzert hier in Zwickau nachgeholt. Selbstverständlich, wir holen das auf jeden Fall nach, selbstverständlich. Dann werden wir unsere Zuschauer entsprechend informieren und wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund. Dankeschön. Vielen Dank. Dann nehmen wir Gleis 8 beim Wort und freuen uns auf den neuen Termin, den wir Ihnen rechtzeitig mitteilen werden. Ich atme ab.